herzliches Hallo und willkommen meinen ganzen Zuschauerinnen und Zuschauern und den neuen Abonnentinnen und Abonnenten. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zum endlich mal wieder nächsten Video von mir. Ich habe ja am Freitag einen Livestream gemacht über mein Handy. Ich war die ganze Zeit nicht online oder ja, habe zumindest keine Videos gebracht. Einige haben sich Sorgen gemacht, was ist denn da los, was ist denn passiert, und ich habe auch viele Anschriften gekriegt über Instagram, über WhatsApp, über Facebook und auch unter YouTube standen oft einmal Kommentare, was eigentlich los ist, warum nichts kommt. Ja, ich war krank, mich hat es leider ein bisschen erwischt. Ich habe mir erst einen trockenen Reizhusten eingefangen, der dann zu einer Bronchitis geworden ist und dann eine angehende Lungenentzündung. Ja, alles nicht so lustig. 2 Wochen krankgeschrieben, 2 Wochen wirklich komplett K.O. Ging gar nichts. Ich habe meine Leute dann überreden können, dass sie meine Fische gemacht haben. Habe eher wenig gemacht, bin im Bett geblieben. Ja, war nicht so toll. Ist auf alle Fälle wieder mittlerweile besser geworden. Und ja, also falls der ein oder andere Huster jetzt kommt, dann möchte ich mich an dieser Stelle hier gleich mal entschuldigen, das ist keine Absicht. Ist halt einfach so. Ja, wie gesagt, ich war zur Zeit lang nicht online. Es gibt ein paar Neuerungen bei mir. Der A oder Anne war es noch. Ich habe ein Problem mit dem Computer gehabt. Da wollte man einen Livestream machen Samstagabend und der Computer ist nicht mehr hochgefahren. Hat nicht mehr funktioniert. Ja, viel rumtelefoniert und mit ein paar Leuten zusammengequatscht, die ein wenig Ahnung vom Computer haben. Einige Tipps und Tricks versucht gehabt, was man machen könnte. Ja, das Endergebnis war wahrscheinlich Mainboard-Schaden beim alten Rechner. Nicht mehr zu retten. Also ich hätte ein neues Mainboard gebraucht. Der Prozessor ist ja auch schon 4 Jahre alt. Sprich, wäre wahrscheinlich auch ein neuer fällig geworden. Oder ich suche mal was Besseres dann fällig geworden. Ja, da habe ich mal ein wenig Zeug zusammengestellt, vom Preis her, ja, wäre ich dann aber auf knapp 500 Euro gekommen. Und dann habe ich aber nur die Komponenten in meinen alten Tower rein. Ja, und ich habe dann ein bisschen Hilfe gehabt und habe jetzt einen neuen Rechner mit einem schönen großen Mainboard drin. Ich müsste gucken, also im Livestream habe ich gezeigt, die Daten. Und am großen Prozessor mit 12 Kerne. Ja, von dem Prozessor erhoffe ich mir, dass die Videos jetzt ein bisschen schneller gerendert werden können. Weil ich habe einen kleinen Test mit dem Rechner schon gemacht. Also mit dem alten Rechner konnte ich sagen, so ein Video mit 30 Minuten, 45 Minuten in den Dreh, musste 5 Stunden rendern. Viel zu lang, ist einfach so. Und der neue Rechner, ich habe einmal eine Probe gemacht mit einem 9 Minuten Videoschnipsel. Das hat er innerhalb von 14 Minuten gerendert gehabt, also doch schon relativ zügig. Ja, das wollen wir hochrechnen. Also ich denke, es müsste auf alle Fälle besser werden. Also wenn wir sagen, es waren knapp 10 Minuten und da hat er 14 Minuten dafür gebraucht, also 4 Minuten länger. Also wenn ich das auf 30 Minuten hochrechne, dann braucht er da dafür, ja summa summarum, dann, ich kann nicht mehr rechnen, 12 Minuten länger. Also sprich für 30 Minuten Video. Rein theoretisch um die 45 Minuten, dass ihr es gerendert haben müsst. Ja, schauen wir mal, ob es funktioniert, ich weiß sehen. Plus da wollte ich euch auch auf dem Laufenden halten, also einen neuen Rechner gibt's. Livestreams kommen aktuell leider noch nicht über den Rechner. Ich bin nämlich ehrlich gesagt ein bisschen zu faul, das OBS einzurichten. Ich habe eine liebe Not gehabt, auf den Rechner jetzt die alten Daten rüberzubringen. Der neue Rechner hat Windows 10 drauf, der alte hatte noch Windows 7. Ich habe jetzt gleich den Umstieg gemacht aufs neuere Windows, weil ich gedacht habe, naja, schaden wird es nicht. Ich meine, Windows 7, die Updates laufen jetzt das Jahr aus, dann braucht es sowieso was Neues. Und so ist das auch gleich gemacht. Naja. Auf jeden Fall die liebe Not gehabt, OBS, die Daten konnte ich leider nicht mit rüberziehen, sprich ich muss mir das alles neu einstellen, mit der Chatbox wieder, dass die durchsichtig ist, dass man da durchgucken kann, dass das alles wieder so passt, wie es halt vorher war. Bäh. Fehlt mir ehrlich gesagt ein wenig die Lust und Laune dazu, habe ich im Moment keine große Lust dazu, gebe ich ja zu,
Aber es wird wieder was kommen. Früher oder später. Wenn ich mal jetzt die Lust habe, vielleicht über die Weihnachtsfeier durch. Mal schauen. Auf jeden Fall Livestreams werden trotzdem weiterhin kommen, solange ich auch keinen Computer dafür nutzen kann. Dann nehmen wir mal halt das Handy. So ist ja auch nicht. Es hat ja am Freitag auch funktioniert. Da haben wir 2 Stunden Stream gehabt. 2 Stunden waren es, glaube ich, ja. Und da habe ich ja auch noch ein paar Neuerungen genannt gehabt. Die da wären, also, wir haben einen neuen Rechner. Ich war krank, das habt ihr jetzt gerade schon gehört. Und wir kriegen Zuwachs auf den Hof. Ja, wir kriegen Zuwachs auf den Hof. Ist Anfang Januar soweit. Der ein oder andere weiß es schon. Der ein oder andere kann sich's mit Sicherheit auch denken. Ja, ich habe Dexter-Rinder angeschaut gehabt. Ich habe auch gesagt, das wäre was. Die ich mal angeschaut habe, sind allerdings vom Preis, muss ich ganz ehrlich sagen, für meinen Zweck ein bisschen zu teuer. Also 2000 Euro für Ferse war mir doch ein bisschen zu viel Geld. Gestehe ich ehrlich, im Internet sind sie günstiger drin. Ich habe gewusst, dass es mit Sicherheit ein wenig Geld kostet, aber das war mir halt ein bisschen zu viel. Hat sich jetzt aber trotzdem was ergeben. Der Thorsten Sonntag, ich weiß nicht, wer es nicht kennt, die Nutztierarche Sonntag hier auf YouTube, da müsst ihr mal vorbeischauen. Ja, der hat mir geschrieben, er hätte die 10-monatige Adele, die Ferse, Dexter-Ferse Adele abzugeben. Ja, und da haben wir ein wenig hin und her geschrieben. Ich habe auch Bilder gekriegt. Ich kann euch an der Stelle mal ein paar Bilder mit einblenden. Bin ich mal gespannt, was der sagt. Ja, das ist auf alle Fälle die Adele. Die kommt Anfang Januar. Den genauen Tag wissen wir noch nicht. Anfang Januar deswegen noch Silvester. Ich werde meiner Viecher wieder einsperren. Silvester. Ich war so auf 6er, 7er rum, ein Stollbringer. Und ja, den Gandhi, die Emma und die 2 Ziegen lasse ich dann erst wieder früh auf, ja, ich schätze mal auf 2:30 oder sowas aus dem Stoll raus. Mir ist es das Risiko nicht wert. Die Knallerei, ich meine, ich habe es letztes Jahr gehabt, oder letztes Jahr ist ja eigentlich das Jahr. Der Reilly ist mir ja durchgegangen, wie die Schießerei losgegangen ist. Und wir haben uns schlimmste Gedanken gemacht, was wohl sein wird, ob das alles gut geht. Ja, er ist ja wieder gekommen, hat ja alles gepasst, aber wie gesagt, das möchte ich nicht noch einmal erleben. Ich habe letztes Jahr auch schon meine Viecher hinten eingesperrt und ich habe gesagt, das mache ich auch dieses Jahr wieder. Das ist mir einfach lieber, dann bin ich auf der sicheren Seite und was, wenn sie im Stall drin sind, kann nichts passieren. Deswegen habe ich auch gesagt, wir haben die Adele dann erst im neuen Jahr her. Ist mir auch lieber, weil ich nicht weiß, wenn wir sie jetzt dann kurz vor Silvester bringen, die kennt meiner noch nicht, die muss erst einmal meiner hinten kennenlernen auf der Koppel und sie dann gleich alle zusammen einen Stall einsperren. Ob das so eine gute Idee wäre, muss man ja nicht rausreizen. Ja, auf jeden Fall, da halte ich euch auf dem Laufenden, sobald sie da ist. Mal gucken, je nachdem, wie der Thorsten Lust hat. Vielleicht machen wir dann vom Bringen direkt ein Video. Das muss ich nochmal fragen, ob ich es dann filmen darf. Aber da was dagegen hat, ich denke nicht, aber fragen muss man schon vorher. Ja, dann gibt es noch eine Neuerung. Ich stehe ja jetzt hier gerade in der Maschinenhalle. Und in der Maschinenhalle steht der Bulldog. Ja. Der ein oder andere kann sich's denken. Ich habe die ganze Zeit ja schon gesagt, der macht aber ein Ärger. Der saut Öl. Und hinten die Zapfwellendichtung ist auch undicht. Da läuft da das Öl raus. Der Wellendichtring ist kaputt. Ja, und den haben wir jetzt da unten stehen. Mein Vater hat an dem jetzt auch was umgebaut. Vorne den Ölsiff sind wir jetzt. Vorerst los, also toi toi toi, im Moment zumindest. Mal gucken, ob so bleibt. Muss ich nochmal richtig warm fahren, dann sehe ich's. Startverhalten ist verbessert worden. Kann ich euch auch gleich sagen, um was es da geht. Und ja, die Zapfwellendichtung, da ist er gerade drüber, die macht er. Die sind jetzt aber gerade noch unterwegs. Wenn er dann wieder kommt, dann tausche ich die aus und dann kann ich den Bulldog auch richtig schön warm fahren. Dann sehe ich gleich, ob vorne alles dicht ist. Die Rede ist vom KA15. Da steht er, ihr kennt ja meinen Bulldog.
Also, wenn man jetzt wieder eigentlich die Hände über den Kopf zerschlagen, was auch schon wieder der Bulldog. Ist mir egal, ist halt so. Ja, der KA15, der hat ja Probleme gehabt, der hat mir von der Öl rausgehaut. Meine Vermutung war ja, das Öl kommt von da. Also es war hier an der Stelle immer ölfeucht, da ist auch der Lack abgeplatzt gewesen und das Öl ist hier runtergelaufen. So, ich habe dann damals den Lack, der abgeplatzt war, so wenn hier mit dem Finger so abgezupft gehabt und dann kam unten drunter richtig Öl vor. Dann war meine Vermutung vielleicht, dass da unten ein Riss in dem Deckel drin ist. Der Deckel war jetzt unten, den mussten wir sowieso runter machen, weil innerhalb im Motor was umgebaut worden ist. Den Deckel hat er im Waschautomaten gehabt, auf der Erbe drinnen und hat dann anschließend da gleich einmal abgedrückt, hat einen Test gemacht. Der Deckel ist dicht. Was undicht war, war hier oben dieser Überdruckstopfen. Wenn der Motor einen Überdruck entwickelt, wenn zu viel Öldruck drauf ist, dann fliegt normalerweise dieser Stopfen hier raus. Und der war scheinbar undicht, hat unter den Lack das Öl durchgelassen. Das ist unter dem Lack durchgelaufen. Der war nämlich hier überall total bröselig und an der Stelle ist er halt dann rausgekommen, das Öl. Lief dann hier runter und hat sich hier unten drauf auf dem verteilt, ist dann am Schluss wieder ganz runtergelaufen. Der ganze Block hat ständig ausgeschaut wie Sau. War natürlich nicht so schön. Soll ja auch nicht so sein. Neu abgedichtet, Ölspaltfilter nochmal gereinigt, den wieder neu abgedichtet, also mit Papierdichtung und Flüssigdichtmittel, dass er wieder schön verklebt ist. Der Deckel da, der ist komplett gereinigt worden, die Dichtflächen sind noch einmal geputzt worden, neue Dichtung drauf mit Flüssigdicht zusätzlich, der ist ja verklebt. Das ist soweit gut. Jetzt zu dem, was umgebaut worden ist. Ich habe gesagt, an dem Bulldog ist was umgebaut worden. Und zwar, ich habe beim Stadtverhalten ja, da oder an der war's, wenn es draußen recht kalt ist, also wenn es dann so langsam, wo wir sicher unter 0 Grad runter geht, dann hat er ja Schwierigkeiten gehabt, ich musste ihn immer nachglühen. Und das hat meinem Vater von Anfang an nicht gefallen, da hat er gesagt, das ist nicht optimal, das ist scheiße, das gefällt mir nicht, da müssen wir was ändern. Seine Vermutung war die ganze Zeit schon, naja, wahrscheinlich die Kolben innerher, kommen nicht weit genug rauf, Kompressionsraum, oder besser gesagt, der Brennraum wird nicht klein genug, die Kompression ist nicht hoch genug, der zündet nicht sauber. Dann musste ich immer ein wenig nachglühen, wenn er dann nochmal lief, lief er. So, was hat er jetzt dann umgebaut? Die Pleuel. Der Bulldog hat jetzt die alten Pleuel von meinem K15 gekriegt. Und zwar sind diese Pleuel umgebaut worden. Die sind ausgeschliffen worden und es sind andere Löcher reingekommen. Größere Löcher. Wie schaut das Ganze jetzt aus? Das sind jetzt die Pleuel von meinem KA15, die vorher jetzt da drin waren. Die sind rausgekommen. Da sitzt das Löcher. Er hat jetzt die Pleuel vom K15 gebaut. Ist unten her beim Kolbenbolzen geändert worden, ist oben her geändert worden, ausgeschliffen und an einer Loch hinein. Und ich habe hier, wenn wir jetzt, nehmen wir mal einen Schraubenzieher zur Hand, wenn das Pleuel ist, du hast sie aufeinander gelegt, dann hat er hier oben an der Stelle 4 Zehntel weiter nach oben gestanden, der Lochring oder das Loch. Also ich habe 4 Zehntel mehr Höhe gekriegt vom Pleuel. Und die 4 Zehntel, die hast du natürlich dann auch oben hier im Motorblock, also in die Büchsen ganz oben, wo dann die Zylinderköpfe drauf sitzen. Klingt jetzt alles kompliziert für den, der es nicht weiß. Du hast da deine Zylinderköpfe oben auf dem Motorblock drauf. Die Kolben laufen innerher in die Zylinderlaufbüchsen. Und oben her, wenn der Kolben in der Büchse hochläuft, dann läuft er ja oben auf den Kopf zu und dein Brennraum in der Büchsen bzw. im Zylinder wird ja geringer. Und dadurch hast du dann oben eine recht hohe Verdichtung und beim Diesel ist er Selbstzünder, aber am gewissen Punkt zündet der Diesel. Wir haben jetzt 4 Zehntel mehr von der Höhe erreicht und dadurch zündet er quasi besser. Entwickelt eine höhere Kompression, sprich eine höhere Temperatur, zündet besser.
Den Test haben wir schon gemacht. Nachglühen habe ich bislang noch nicht braun. Wir müssen aber dazu sagen, es ist noch nicht so kalt. Wenn der Bulldog später fertig ist und hinten der Wellendicht drin gemacht ist, dann werde ich einmal richtig eine Testfahrt machen. Ich habe gesagt, ich will nochmal warm fahren. Und dann schauen wir mal, ob das Ding dann wieder läuft. Ja, viel technisches Zeug. Ich weiß nicht, wen es interessiert. Wahrscheinlich hat jetzt die Hälfte der Zuschauer abgeschaltet oder übersprungen, aber das ist mir egal. Ich sage das dazu, es gehört dazu. Die Bläuel, kann ich vielleicht auch noch dazu sagen, hat mein Vater durch einen Schaulochdeckel ausgebaut. Und da haben 10 Mann gesagt, das funktioniert nicht, das ist nicht möglich, du kannst die da nicht rausbauen. Inklusive an ehemaligen Mitarbeiter von der Firma MWM hat er erklärt, das ist nicht möglich. Du kannst durch einen Schaulochdeckel die Pleuel nicht ausbauen. Du musst die Köpfe runternehmen und musst sie nach oben rausnehmen. Mein Vater hat gesagt, das kann er jetzt auch, das muss unten gehen. Das wollten sie alle nicht klar. Haben gesagt, da kann er aufgeben, das kann er gleich wieder bleiben lassen, das funktioniert eh nicht. Mal vor Ort geschafft. Tja, Kfz-Schlosser mit über 40 Jahren Berufserfahrung, dem macht man halt nichts weiß. Und wenn er selbst quasi einem Mitarbeiter von MWM dann in die Taschen steckt, also ist schon nicht schlecht. Ja, also trotzdem, dass alle gesagt haben, es funktioniert nicht, es hat funktioniert und es ist top. Wir hatten den Schaulochdeckel unten, du konntest quasi die Kolben dann ein Stück nach unten ziehen und unten die Pleuel dann so ein bisschen seitlich rausangeln. Der Kolben blieb oben in der Büchse hängen. Es sind 3 Ölabstreifringe nach unten rausgezogen worden. Der Kolben blieb aber in der Büchse hängen. Du konntest den Kolben bolzen ziehen, konntest das Pleuel rausnehmen und das andere Pleuel rein, das Ganze wieder zumachen, fertig. Natürlich wesentlich weniger zeitaufwendig und arbeitsintensiv, wie wenn du um die Köpfe bauen willst. Zumal dann hätte man neue Kopfdichtung gebraucht. Die ganzen Dieselleitungen hätten wir weggehen müssen und. Das ist eine Heidenarbeit. So war es natürlich eine Arbeit von. Und jetzt haltet euch fest, tatsächlich nur 2 Stunden, dann war der Deckel da wieder drauf und der Bulldog war wieder fertig. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass ich meinen Vater habe, dass der sowas kann. Was der drauf hat, das ist halt, ich sage auch, Berufserfahrung ist nicht zu ersetzen. Das ist einfach genial. Was der anlangt, Hammer. Tja, das sind halt Profis. Ich freue mich immer wieder, dass er so tolle Ideen hat, dass das alles so toll funktioniert. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wenn das draußen nochmal kälter wird, ob der Bulldog dann besser startet. Also bislang musste ich zumindest bei den Temperaturen jetzt aktuell um die 4 Grad, musste ich noch nicht nachglühen. Ist schon mal gut. Startverhalten ist auch ein bisschen besser geworden, aber ich halte euch auf dem Laufenden, wie es dann später ausschaut. Wenn ich dann als erstes mal richtig Probe fahre und dann wird sich das zeigen. Ja, dann muss ich noch einmal erben lassen, um zu sehen, ob noch irgendwo Öl rauskommt und dann ist die Sache gut. Was noch gemacht geht an dem Bulldog, das macht nämlich auch noch ein wenig Ärger, der Wasserhahn daheim, der ist leider immer feucht, der tropft. Da hängt Wasser dran. Das ist nicht so schön. Da siftet das ganze Kühlwasser raus. Das ist immer nur tröpfelsweiß, schaut aber natürlich katastrophal aus, wenn du den dann im Stottel drüben abstellst und du hast unten drunter unter Bulldog ein riesen Lachen, kennst du erst mal als Öl, das ist Kühlwasser. Es ist nicht Sinn und Zweck davon, dass der da die ganze Nacht raus sifft. Ich meine, da kommt nicht viel. Das ist immer bloß in dem Röhrle ein bisschen was drin und dann hört es auch wieder auf, aber schön ist nicht. Das muss noch gemacht werden und der Wellendicht drin hinten wird noch gemacht. Über dem ist er gerade drüber. Er sitzt ja da innen. Hier hat er ja immer das Problem gehabt, der hat mir da das ganze Öl hinten rausgehaut. Also sprich, du bist gefahren. Ölstand ist ja eigentlich da unten auf der Höhe. Sprich, es läuft jetzt auch kein Öl raus. Braucht man sich jetzt keine Gedanken machen. Wenn du fährst, sitzen innen aber Räder, Zahnräder. Die schleudern natürlich das Öl durchs ganze Getriebe, dass alles schön geschmiert wird. Und die schmieren natürlich auch die Zapfwelle. Und dann ist immer hinten das Öl langsam aber sicher rausgesickert. Das Getriebeöl ist relativ dünn. Und das suppt dann da hinten leicht raus und dann war hier auch immer alles ölfeucht. Ist natürlich nicht schön. Deswegen tauscht er da jetzt den Dichtring dann auch gleich mit aus. Das ist ein Wellendichtring. Ich weiß gar nicht, was Maß. Vielleicht stützt mit auf mein Päckler drauf. Ich glaube aber nicht. Wir haben den bei Granit bestellt nach Maß.
35, 72, 10, wendig drin mit Staublippe. Das ist der neue, der kommt dann da hinten rein. Den will er, wie gesagt, da noch rausnehmen und tauschen. Und dann ist er an dieser Stelle endlich Ruhe. Ja, dann wart's doch langsam. Der Bulldog wart endlich. Ja, es kommt immer alles so ein wenig im Nachhinein. Klar, der eine oder andere würde jetzt sagen, Mensch, hättest du das doch gleich alles am Anfang gemacht. Ja, ich habe ja gesagt, das ist bei dem Bulldog ein wenig ein Fehler gewesen, bin ich selber schuld. Freilich hätte ich da auch vorher reagieren müssen. Ich habe den Bulldog damals ja, zusammengerichtet, aber da hinten habe ich halt wenig gemacht. Den Motor, es war halt, wie er ihn damals gemacht hat, er stand in einer warmen Haltrinne. Wie er den ersten Probelauf gemacht hat, da hast du kein Problem gehabt wegen dem Nachglühen. Wenn es warm ist und du hast 20 Grad, dann springt er ohne Nachglühen an, gar keine Frage. Aber wie es halt dann Winter geworden ist, hat man gemerkt, dass er ein wenig Probleme hat, dass man einmal nachglühen muss. Und die Wendelglühkerzen, die drin sind, sind dafür halt nicht optimal. Ja, ist wie es ist. Jetzt ist gemacht. Hat natürlich wieder ein wenig Lackschaden gegeben. Ich habe ihn auch schon wieder ausgebessert, deswegen sieht man da nichts mehr. Aber es kehrt halt dazu. So ein alter Bulldog, das ist halt ein laufendes Restaurierungsobjekt, beziehungsweise du musst halt immer wieder irgendwas dran machen. Es ist einfach so. Da mag jemand sagen, dann kauft er endlich einmal einen neuen Bulldog, aber warum? Ich brauche keinen neuen Bulldog, die alten Toms genauso. Da kann man wenigstens selber was machen, bei den neuen war es oft auch mal schwierig, brauchst du schon einen Computer, wenn du was auslesen willst. Was nicht heißt, dass wir es nicht könnten, also wir haben Computer und Programme dafür, wir können es, aber wenn es nicht sein muss. Ich mag die alten Bulldog halt ganz gern. Die sind zuverlässig. Für meinen Betrieb, für meinen Zweck reichen die alten Maschinen. Da brauche ich nichts Neues. Klar gibt es schöne neue Maschinen, aber A, mir sind sie zu kostspielig. Und B, oft einmal, ja, was habe ich davon, wenn ich mal einen Schlepper kaufe und der gehört im Endeffekt der Bank, weil wir eben 20.000, 30.000 Euro so übrig haben, ist ja auch nicht drin. Deswegen, ich habe die alten Maschinen, klar, da steckt man mal da was rein oder muss da mal was umbauen. Aber es gehört einfach dazu, es ist so. Und damals beim Restaurieren, es war mein Fehler, den Dichtring da hinten hätten wir gleich mitmachen können, wenn man das Getriebe komplett auseinandergenommen hätte. Ist klar, dass ich ein Gangschaltproblem noch habe mit dem vierten, fünften Gang, ist auch klar. Müsste man auch aufmachen. Hat aber auch keine, ehrlich gesagt, groß Lust dazu. Es kostet einen Haufen Zeit, ist es unheimlich aufwendig, da ranzukommen, weil, ja, an einem lackierten Bulldog, ist klar, war auch ein Fehler von mir. Sitz muss runter, Hydraulik, hinten das ganze Dreipunktgestänge muss weg. Hydraulikblock muss runter, die Batterie muss vorher raus, dass du da innen ins Getriebe reinkommst und dann Schalthebel. An die Schaltmuffen sitzen kleine Kugeln und Federn. Und wahrscheinlich sind unten hier die Federn gebrochen. Ist die Vermutung, aber ja. Winzig kleines Bauteil, große Wirkung, wisst ihr schon. Alles auseinanderbauen, um nachzukommen. Es hat halt keine Lust. Es kommt da, früher oder später, was haben wir gemacht. Es ist nichts Brisantes, wenn man es vorher weiß, dann schalten wir halt in den richtigen Gang. Ich meine, bei euch nun, der fährt man sowieso nicht im fünften mit dem Hänger dran. Dann fliegt da kein Gang raus, weil im vierten ist kein Problem. Ja, eins nach dem anderen, es wird besser. Die schlimmsten Baustellen sind dann nochmal durch und die Gangschaltung, ja, das gibt sich dann auch noch voilà. Irgendwie findet sich da immer noch der passende durch und dann wird das auch gemacht. Ja, wie gesagt, laufendes Restaurierungsobjekt. Es wird. Ich weiß, da schlagen viele die Hände über den Kopf zusammen und sagen, du und deiner scheiß alten Bulldog, du und deiner scheiß alten Bulldog. Und ich sage immer wieder, die scheiß alten Bulldog, die laufen wenigstens. Gut, dann sind wir hier unten durch. Ja. Ich sage, ich bin immer noch ein wenig krank, Entschuldigung wegen dem Husten. Dann wisst ihr jetzt da Bescheid. Der wird dann wahrscheinlich heute wieder einsatzbereit. Dann fährt er wieder. Den Wasserhahn müssen wir mal schauen. Da hat er gemeint, das ist eigentlich 3/8 Zoll. Ist ein Innengewinde vom Hahn. Könnte eventuell was auf der Arbeit haben. Oder ich soll mal schauen, eventuell was anders herbringen. Zur Not mach mal einen Blindstopfen drauf, weil den Hahn brauchst du sowieso nochmal nie. Der ist bloß, wenn du Kühlwasser ablassen willst.
ich sag mal, so Kühlwasser ablassen macht man normalerweise nicht so häufig. Man wechselt es klar irgendwann nochmal. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt jedes Jahr das Kühlwasser tausche. Das bleibt ja doch einmal eine Zeit lang drin. Ich bin überlegt, bei meinem Auto habe ich den Kühlwasserwechsel zuletzt vor 2 oder 3 Jahren gemacht. Du schaust nach, dass dein Frostschutz noch passt, dass da alles in Ordnung ist. Du schaust nach, dass dein Kühlwasserstand passt und sonst ist gut. Deswegen, da, wenn ein Blindstopfen dann draufkommt, wäre auch nicht schlecht. Mal gucken. Alternativen wäre, weil der Horn eigentlich nicht schlecht ausschaut, den hat er damals schön wieder freigeputzt und es ist ein Messinghorn. Das schaut ja an sich nicht schlecht aus. Ist halt, wie gesagt, leider nicht dicht. Ist auch nicht dicht zerkriegen. Alternativen wäre, ich schraube nach runter, mache innen hier in den Horn einen Silikonpfröpfel rein. Lass das trocknen und schraub den Silikon, also schraub den Horn dann mit dem Silikonpfröpfel wieder drauf. So habe ich es bei meinem alten K15 gemacht. Und das System hat sich bei mir auf jeden Fall bewährt. Das ist gegangen. Und dann ist der artig, dann kommt da auch nichts mehr raus. Dann schaut es optisch noch so aus, wie es ist. Nur funktionsfähig ist er nicht. Muss ich mal gucken, da findet sich auch noch eine Lösung dafür. Gut, sind wir da durch. Wir haben heute den Montag, den 23. Morgen ist Weihnachten an dieser Stelle. Ihr seht ja das Video jetzt an Weihnachten. Ich stelle es um 12 Uhr rein. Wünsche ich euch schon mal ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ein geruhsames Fest. Eine schöne Zeit mit eurer Familie. Und ich gehe jetzt in den Stall und miste da mal aus. Meine Viecher, die sollen wie jedes Jahr zu Weihnachten auch einen frischen Stall kriegen. Zu die Tür. Und ja, ich könnte es entweder morgen machen, aber ich habe mich entschieden, ich mache es jetzt dann heute am Montag gleich, am 23. Mist alle Ställe nochmal aus, mach alles frisch. Die Viecher sollen, wie gesagt, da schön an Weihnachten haben. Und so bietet sich das doch an. Ja. Dann kann die Watscher. Gucken wir mal. Nachdem der Bulldogger jetzt da der Lärm gelegt ist, wir sowieso ein bisschen Nieselwetter haben und ich ehrlich gesagt keine Lust habe, nachdem ich ja eh noch nicht ganz fit bin, auf einem offenen Bulldog jetzt groß rumzufahren oder auf einem nassen Sitz zu sitzen, weil wir heute zum Ausmisten mal wieder einen Bulldog nehmen, den viele schon vermisst haben. Mein Karl 300. Da steht das gute Stück. Ja, zuverlässige Maschinen. Leider zu wenig im Einsatz. Problem ist immer, das Auto steht im Weg. Es ist halt einfach so. Da hat es eh Leute gegeben, die wollten nicht mal sehen, wenn ich eine starte, wenn er länger gestanden ist, am Kaltstart. Ja, das können wir dann bei dem Fall gleich mitmachen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim restlichen Video und wünsche euch was. So, dann fangen wir mal an da auszumisten in dem Stall. Auto habe ich jetzt erst einmal weggefahren, dann habe ich dann gleich Platz und komme an den Bulldog nach, wenn ich ihn brauche. Dann fahre ich aber erst nach von die Lore, wenn die Lore voll ist, weil sonst mache ich jetzt auch von die Lore nach. Hänge die an, mache den Bulldog aus, misst aus und mache dann später wieder an. So mache ich das dann in einer Aufwasch, dann bleibt er gleich an. Ist gut für die Batterie, ist gut für den Anlasser und der Bulldog wird es mit Sicherheit auch nicht schaden, wenn er nicht kurzzeitig an, wieder aus, dann wieder an, dann wieder aus. Ihr wisst, was ich mache. Ja, Stall war Zeit, dass ich ausmisst. Es ist nicht mehr so schlimm wie früher, wie die Hanna noch da war, aber ja, wir haben schon doch trotzdem einen Trick.
Ich habe jetzt auch ein wenig gesammelt, gebe ich ja zu. Aber das kommt jetzt raus. Okay, ihr drei. Du darfst den abbleiben, Jogel. Nein. So, legen wir mal los. Der erste Schwung ist weg. Ja, ist ein bisschen langwieriger jetzt das Ganze, weil ich meinen Mist jetzt aktuell immer zu einem Bekannten fahre. Ja, ist halt so. Hat aber hoffentlich jetzt bald ein Ende. Ich kriege einen großen Abrollcontainer und dann habe ich kein Problem mehr mit dem Mistlagern. Die neue Düngeverordnung macht es ja quasi, beziehungsweise ist ja eigentlich schon länger, dass man eigentlich einen Mistladen daheim haben soll. Mei. Haufen, den ich immer versetzte, ist eigentlich nicht optimal. Ja, und dann hat das auch endlich mal ein Ende. Schönen großen 40 Kubik Abrollcontainer. Da kann ich meinen Mist direkt mit der Schubkanne fahren. Und wenn das Ding voll ist, dann ja, bei Bedarf mit dem Miststreuer rausfahren. Der ist so brav, da komme ich mit dem Radlader rein. Ich habe es im Stream schon erwähnt. Dann hat das auch endlich mal ein Ende. Ja, und so lange fahren wir halt im Mist zu einem Bekannten und dürfen dann irgendwann wieder mit dem Radlader dort holen.
Naja, ist halt so. Ja, misst man mal weiter aus, dass wir fertig waren. Und dann ist gut. Söderle, meine Pferde, beziehungsweise die Gasen, der Esel und das Pferd sind versorgt. Da bin ich fertig. Stall innen her ist komplett sauber, ist komplett frisch. Haben sie einmal komplett ausgemistet gekriegt, die ganzen Winde mal von den Spinnenweben befreit, die Decke von den Spinnenweben befreit und schön mit Stroh eingestreut und Heu rein. Ja, drinnen bin ich fertig. Und der Ofenstall, wie man sieht, ist auch sauber. Auch hier habe ich die ganzen Spinnenweben oben von der Decke mal weggemacht, außen schön sauber gemacht und die Wasserkübel gründlich geputzt, aufgefüllt und den Mineralecksteiner neu hinher. Ja. Damit wären wir dann hier hinten fertig. Nächster Schritt sind dann die Schweinchen unten und die Hühner. Und wenn wir das haben, dann werden wir noch Heu und Stroh auffüllen hier oben. Ich meine, ich brauche dann sowieso ein Stroh für meine Schweine unten. Und bei der Gelegenheit kann ich dann gleich noch ein Heu und Stroh mit hier rauffahren. Weil ich vielleicht muss ich gucken, ob der Kipper frei ist, den Kipper nehmen. Den ich mal ein wenig leichter. Und dann wäre das auch erledigt, dann sind wir durch. Ja, der Joggen lässt sich schon schmecken, da das Wasser. Dann passt das. Gut, wir sehen uns gleich wieder bei die Schweine. Ja, fertig mit die Stelle. Da bin ich soweit durch. Ja, schon leid. Da bin ich soweit durch. Hat jetzt alles länger gedauert wie gedacht. Draußen ist es schon wieder Nacht. Da ist gleich 6. Scheißdreck. Ich habe gedacht, ich bin schneller fertig, aber die blöde Fahrerei jetzt. Wird Zeit, dass das Provisorium mal endet hat und ich endlich meinen Container habe. Dann wird es für mich wieder einfacher, weil dann kann ich meinen Mist wieder selber lagern. Naja, egal. Ich bin mit allen Stellen durch. Heu und Stroh auffüllen habe ich heute nicht mehr geschafft. Das hat leider nicht funktioniert, das muss ich am Morgen machen. Ist ja auch kein Drama, das geht ja relativ zügig. Und mein Plastikmüll hier, die ganze Schnür hier und hinten im Stall, will ich dann morgen auch noch mit wegtun. Und dann bin ich durch. Ja, die Hühner haben einen frischen Stall, wie man sieht, komplett frisch. Alles rausgeholt und komplett frisch gemacht und freuen sich. Wasser natürlich auch ganz frisch. Die zwei kleinen gibt es natürlich auch noch. Gell, ihr zwei. Ja, Stroheinstreu, optimal. Die Schweinchen haben komplett frisch, wie man sieht. Futter habt ihr gehabt, es gibt jetzt nichts mehr. Also heute waren es 5 Arme, das muss aber länger. Ist gut. Morgen ist Weihnachten, da kann es aber mehr gehen. Der Reili ist auch mit da, der hilft mir. Der Willi leider nicht, den muss ich anhängen, der hat gestänkert. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt durch, Lore und Krame sind aufgerammt. Gott sei Dank. Boah, ich sage auch die Fahrerei. Ich bin froh, wenn das ein End hat. Ist momentan echt eine Katastrophe, aber ja mei, was wollen wir machen? Gesetzgebung ist Gesetzgebung, dann müssen wir es halt anders machen. Ich sage jetzt im neuen Jahr wird es dann hoffentlich einmal mit dem Container klappen, den ich will. Angemeldet habe ich mich ja, da muss ich ja nochmal nachfragen, ob es jetzt klappt. Ja. Und dann wollen wir schon sehen. Die zwei zanken schon wieder. Gut, dann machen wir jetzt da unten das Licht aus. Feierabend. Schluss jetzt. Und ihr seht mich jetzt dann gleich nochmal beim Futter holen. Vielleicht. Dann wollen wir nicht viel sehen. Es ist schon wieder dunkel. Und dann sehen wir schon. Na gut, vom Futter holen kam jetzt dann auch nichts mehr von mir. Schon wieder sau spät, jetzt ist es 6. Das Futter habe ich gerade noch geholt, ich habe mich geschickt, auch noch getankt. Puh. Jetzt ist Feierabend. Gut, lauf zum Abendessen und ja, später dann schön duschen und ab ins Bett. Ich bin kaputt, das war heute genug. Also die Ställe sind alle fertig, die Viecher, die können dann Weihnachten feiern. Morgen bloß dann nochmal schön versorgen, dass alles passt und gut ist. Und ja, dann kann Weihnachten kommen, dass dann ein bisschen entspannt ist, aber ruhige Tage. Ja, die wünsche ich euch natürlich auch. Schöne Weihnachten und ganz ruhige, schöne, entspannte Tage mit der Familie. Genießt es, genießt, wenn ihr mal ein paar Tage frei habt. An die, die trotz Weihnachten trotzdem arbeiten müssen, Krankenschwestern oder ja, Notdienst oder irgend sowas. Ja, euch trotzdem schöne Weihnachten und ansonsten, man sieht sich dem Tage wieder. Ich wünsche euch jetzt was und
Ja, Servus.